Hallo! Hallo! Zum dritten Mal. Mal wieder bei Outlast. Ja, schön. Ich, I can see water now. The deck is nass. Ja. Weißt du noch, was wir machen müssen? Warum läufst du automatisch? Oh Gott. Kehre zum Sicherheitsterminal zurück. Der war hier links, ne? Du, ich hab ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Der war in einem Raum, wo dann der Dicke reinkam, wo wir uns dann im Schrank versteckt haben. Machst du das gerade von Hand oder nicht? Ne, das Laufen war ich von Hand. Weil das so langsam ist. Ja, weil ich gehe und nicht renne. Ach so. Hallo? Keiner da. Hallo? Ach, warum... Ja. Warum können wir da oben nicht einmal einen scheiß Stuhl raus durchschmeißen und rausklettern? Was ist das für ein Kack? Das habe ich mich auch schon gefragt. Aber er ist Reporter, er will natürlich auch noch Infos rausbringen. Blöden investigativen Leute von Spiegel Online. Oder Bild. Ja, Bild war zuerst da. So, wir warten jetzt hier aufs SWAT-Team. Ja, wie gesagt, haben wir ja in der letzten Folge schon gesagt, irgendwann muss doch jemand auf den Trichter kommen. Hier, hör mal. Das ist schon seit 6 Wochen leer. Lass das mal ausräumen. Ja, aber die lügen. Weißt du, und... Verstehst du, was steht da an der Wand? Ich verstehe. Und ich verstehe halt immer noch nicht, das raffe ich nicht, dass wenn da ein Typ auf einem Pfahl aufgespießt ist, der Kerl nicht einfach aus dem scheiß Fenster klettert und abhaut. Warum muss er dann noch reingehen? Also durch so einen verfickten Lüftungsschacht klettern. Investigative Journalismus. So ein Bullshit. Niemand würde das machen. Du kannst die Haupttür öffnen. Ja, dann machen wir das jetzt. Da passiert doch bestimmt überhaupt nichts. Ach, sowas zum Beispiel. How unexpecting. Did not see that coming. I didn't want to have to do this to you. Jo, zeig mir noch die Spritze, die voll ist. Hast aber gar nichts reingemacht. Ach, er schon wieder. Ja, der Priester. Will you see it? Can you? Our Lord. Da ist das SWAT-Team! Ja! Hätte ich 3 Minuten im Schrank gewartet! Wäre alles Tutti gewesen. Ja. Obwohl, jetzt passiert das hier wieder so, wie heißt das, 4-mäßig und alles stirbt. Und das ist bekannt. Dann würde ich halt nochmal 10 Minuten länger warten. Dann kommt die Nationalgarde und fährt einfach mit Panzern über das Gebäude. Ja, aber dann bist du auch tot. Ja, ist mir auch egal. Dafür werde ich jetzt nicht irgendwie von so einem irren Priester, also so einem Christenmenschen hier verschleppt. Ja, das sind die Schlimmsten, das ist bekannt. Hier, guck, da bin ich auch wieder und alles ist zu hell, weil ich die Augen so lange zu hatte und alles. Ganze 20 Sekunden. Guck mal, jetzt bin ich hier auch in so einem Raum drin. Ja, in so einer Klapsmühlen-Zelle. Ja, mit Kreuzen auch. Steht was oben, kann ich lesen. Wegen Motion Blur und alles. Das hat man so im Real Life. Ich mache hier übrigens Stimmung. Motion Blur ist mit Abstand die dämlichste Grafikeinstellung auf diesem Planeten. Habe ich das schon mal erwähnt? Außer bei Rennspiel. Ja. Das hier ist aber keins. Und Daisy ist auch keins. Oder DayZ. Rest in Peace. Rest in Peace. Wie war das auf hier in Assassin's Creed? Der Square Guard in Butcher oder so? Keine Ahnung. Ey, guck mal, unser Schatten, wir sehen uns das erste Mal. Hallo. Wir haben einen fancyen Rockabilly-Aufstellkragen. Aber hallo. Und auch so eine kleine Schmeißlocke. Ja, ja schon. Das kann man machen. Könnte der Fallout-Guy sein, ne? Ein bisschen. Ja, aber Motion Blur ist so ein Humbug, ne? Nein. Geht's nicht raus. Sollte ich jetzt hier so den hier machen? Leave Britney alone! Hast du deine Kamera noch? Ja, hier so. Die haben sie mir gelassen. Ja, warum auch immer. Ja, das ist bekannt. Ich hätte auf jeden Fall, wenn ich in so ein Ding gehe, hätte ich eine Waffe mitgenommen. Das ist das Einzige, was mich wirklich stört. Ja, dass der nicht irgendwie ein Stuhlbein sich abreißt oder wenigstens versucht, sich zu wehren, ne? Muss ich hier jetzt rausgehen oder muss ich noch länger warten oder... Da unten geht einer. Ja.
Das macht man so. Hier in dem Haus. Was? Ja. Da haut man seinen Kopf gegen die Wand. Oh, da habe ich letztens alles gelesen, wo ich tatsächlich jemand mit diesen, wie heißt denn das auf Deutsch? Cloud Headaches. Ich komme gerade nicht drauf, wie das heißt. Clusterkopfschmerzen? Ja, Clusterkopfschmerzen, genau. Und der hat halt gesagt, der hatte das so krass. Der hat halt wirklich, der konnte nicht mehr normal denken. Kannst du ja dann wirklich nicht. Ja, ich weiß. Und der ist wirklich losgegangen und hat sich mit dem Kopf immer wieder gegen die Wand gehauen. Stundenlang. Ja, weil er es einfach nicht ausgehalten hat. Mitschüler von. Na. Das lassen wir mal lieber nicht machen. Hallo. Wie gehst du tun? Dein Kopf. Was sagst du? Ist in Holland erlaubt bei Clusterkopfschmerzen. Ja. Aber nicht in Deutschland. Aber er gibt dich hier ab. Yeah. Kannst verstehen, ich hab das einfach. Du wolltest was von deinem Spitzel erzählen. Ja, deine Frau quatscht da hinten ja rein. Hallo Kede übrigens. Hallo, sagt er. Hier wohnten wohl mal zwei. So. Ja, der hatte auch Clusterkopfschmerzen und der hat da. Der hatte wohl auch ein paar. Ja. Aber da hat der halt Morphium gekriegt. Mhm. Also Valium. So in so einem Pen, in so einem Valium-Pen. Ja. So wie so ein Insulin-Pen. Oh, Speicherpunkt. Ah! Ja, viel passend. Ihr könnt zusammen singen, aber nicht zusammen reden. wo war denn jetzt nochmal Licht? Ah, hier. Gut. Und das hat ihn halt auch eine Zeit lang ausgenockt, aber das war halt, das ist halt so schlimm, dass nichts anderes hilft, ne? Das ist schon krass. Ist halt so. Das macht auch also von daher, das sicher mit dem keinen Spaß. Kopf an der Wand hauen, das ist durchaus schon. Das tun auch tatsächlich halt irgendwie so Hardcore-Patienten bei Psychosen. Ja, kann ich mir vorstellen. Weil das in die Realität bringt und so. Ja, klar. Und weil es so schön ist, wenn du Schmerzen nachlässt. Ah. Ja, ich finde nur dieses nasse Geräusch lustig. Jo, flott. Hier, ja. Au. Er macht das auch so schön unmotiviert irgendwie. So ja, wenn er das schon macht, dann soll er auch Spaß dabei haben. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Hier war doch nichts. Ach, hier. Ja. Hier hockt noch einer. Hallo. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja, nicht. Das ist super. Aber ich finde es klasse, dass sie uns unser ganzes Inventar gelassen haben, so mit Notizen und allem. Ja. Er will ja nur, dass du alles siehst. So ein damit schwachsinniges du Spiel. Familie beitreten kannst. Oh ja, La Familia. Das ist nämlich eigentlich einfach nur Mafia. Das ist einfach nur Triaden. Richtig. Die hier an den Jungs hier ihre neue psychoreaktive Droge ausprobieren. Oh, ist gutes Schild. So, jetzt haben wir es wieder. Seid ihr eigentlich nackig? Na klar. Guck mal, hier sogar ein Schlong. Jo. Das ist doch wieder was für dich. Sieht so ein bisschen aus wie Trolle, oder? Bisschen. Uck. Weil die Ohren so tief sitzen. Ja, ja. Ja, und weil die auch so breite Mäuler haben und so. Die brechen doch da gleich aus und jagen uns nackt hier durchs Haus. Floppy Wien, oh, Floppy Wien. Da ist er wieder. Uff. Cool is in the house. Ripping his shit up. Cool is in the house. MC Ghoulie. Achso, ja. Die kann ich aufmachen. Nee, kein Ding. Ja, klasse. Mhm. Wo muss ich denn jetzt lang, vor Faxe? Das weiß ich doch nicht. Warte mal, MC Ghoulie. Ja, ich rüttel jetzt einmal an jeder verfickten Tür, die ich finden kann. Ja, viel mehr kannst du auch nicht machen. Nee, super Spiel. Ja, komm mal her, lass mich mal rein. Ich will mit dir ein bisschen jammen. Jamming? Ach, ich finde den lustig. Das ist ein witziger Gesell. Ein heiterer Gesell? Die Tür geht wahrscheinlich auch nicht auf. Ja. Das ist vielleicht auch besser so. Jo. Was steht da hinten? But always provides a way. Follow the blood. Ah! Meinst du, das ist ein Spieltipp? Weiß nicht. Wäre doch denkbar. Ah, pass mal auf. Geh mal zu dem Typ, der seinen Kopf auf klappt. Ja. Vielleicht. Oh.
hört sich das irgendwie Bulli. Wohl an. Irgendwo, weißt du? Ja. Warte, hinhören? Nein. Nee. Wäre aber unheimlich lustig. Das kann sein, dass es das ist. Ne. Geht er darüber? Oh, quatsch mich nicht voll. Science! Ja. Rick and Morty. Bei mir eher, Uli. Das sind doch einfach nur Zellen, da geht's doch nirgends weiter. Was ist das für ein Eat? Weiß ich auch nicht. Da kann ich durchs Loch vielleicht. Ja. Mensch. Ja, gucke mal doch. Ey, wir sind so gut, ne? Nee. Pro fucking Gamer. Man kann viel sagen, aber gut waren wir jetzt gerade. Hey. Hallo. Sei dich. Da ist noch so einer. Ja, ich gehe ja schon. Ich will ja gar nicht eingeladen sein. Nicht. Vielleicht gibt's lecker Pizza oder so. Ah, hier sind wir jetzt, alles klar. Keine Ahnung, wo wir sind, aber wenn du sagst, ah. Ja, das ist hier die Tür, durch die wir von außen nicht gekommen sind. Rechts aus unserer Zelle raus. Hier, guck, da können wir auch gucken. Ja, ja, ja. Siehst du, da sind wir. Ach, guck mal, da müssen wir sogar lang. Hör mal. Oh, Mensch. Die sind ja. Ah, jetzt. Dann kommen die zwei Nacken. Ich glaube, die Wiener gleich bestimmt. Über die mache ich mir jetzt natürlich überhaupt keine Gedanken. Nicht. Das ist klar als investigativer Journalist, dass mich Floppy Wieners überhaupt nicht schrecken. Hey. Da kommen sie. Wie? Dass du fertig wirst. Hast du gesungen oder was? Du hast doch nur genickt. Mit dem Beat und bewegt den Arsch. Das ist interessanterweise sehr modern. Was? Na, dieses Ganze hier, dieser Dekontaminationsraum. Das stimmt. Ja, dass das nicht in einer relativ aktuellen Zeit spielt, das siehst du doch schon an der Kamera. Aber es hat gespeichert. Ja, yay, aber guck mal, wie modern das Scheißding ist und wie das ganze restliche Gebäude aussieht. Das ist doch schon sehr, sehr weird. Aber wir sind wieder an einer Treppe. Wir begannen an einer Treppe und wir hören auf an einer Treppe. Spannendste Element im Videospiel. Treppen und rote Fässer. Ja, und Aufzüge, wo man nicht weiß, was passiert, wenn die Türen aufgehen. Das auch. Ja, dem macht's doch erstmal gut. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.